Oh, Alter, was geht ab, Leute? Wir testen wieder Ramen. Heute bei Takumi. Und zwar alle drei Takumi in München. Es gab auch noch einen vierten, aber der hat leider dicht gemacht und dafür ist der hier neu gekommen. Digga, wo bin ich hier gelandet? Auf jeden Fall habe ich eine Ansage von einer Freundin bekommen, dass meine Nummer 4 Monaco Ramen scheiße ist. Wir gönnen uns das. Drei Special Ramen und sonst viel Chicken. Die ist mir zu wild mit Shrimps auch noch, Garnelen. Da ist das Flavor-Profil zu stark. Das könnte das zu stark beeinflussen, ob es gut oder schlecht wird. Wir bleiben bei Basic. Und Chicken Karage 3 Version. Das Ambiente ist schön, mega schön. Vor allem das und der Tresen. Vorspeise, Karage. Das war eine nackte, mit nichts. Jetzt wird spannend, weil das ist echt viel Soße, Mann. Sehr untypisch. An sich gut, aber die Soße taugt nicht. Alles Geschmackssache. Videoception. Sieht extrem gut aus, Leute. Ei gefällt mir sehr. Sehr, sehr geil. Sieht wirklich wild aus, Mann. Okay, das taugt mir nicht so, aber das ist Geschmackssache. Brühentest. Rich. Oh, das ist mächtig. Nicht gut. Vor allem im Vergleich zu letztes, wo ich getestet habe mit Maria. Der letzte Platz, der wie Wasser geschmeckt hat. Mein Gott. Okay, das Fleisch ist so zart, ich konnte es nicht mal hochheben. Das schon hat sich aufgelöst. Ja. Ja. Das. Das war eher schwach. Zum Glück gibt es hier noch mehr Toppings. Noch mehr Chicken. Mm. Chicken haben die drauf. Chicken haben die drauf. Das drittwichtigste, das Ei. Ich habe den momentan auf 5,0, aber die andere Filiale, wir checken in dem Video alle drei Filialen ab. Das ist auf jeden Fall mehr als 5,0. Aber nicht die besten. Stabil. Geil. Gute Konsistenz. Gute Bild.
Part mit der geilen Brühe. Okay. Das ist halt der Schwachpunkt. Sonst wäre das geil. Könnte es eine 9,0 sein. Oder 8,5. Die Vorspeise war zu viel. Merken wir uns fürs nächste Mal. Vielleicht keine Vorspeise. Oh. Ei mit Nudeln kombiniert jetzt. Gut. Überdurchschnittlich. Nicht mit. Da ist auch Paprika drin. Kommt mir jetzt nicht, esse ich nicht. Das Cabbage drin. Auch nicht mein Fall. Und Pok Choi. Aber Pok Choi wisst ihr ja, esse ich nicht. Puh, Finish. Ich bin am Limit. Brühe ist gut genug, um sie auszutrinken, aber ich bin froh. Sonst hätte ich sie runtergeschlürft. Ich war gerade Haare schneiden und hier in der Nähe ist der nächste Takumi. Wir testen weiter alle Takumi. Da, wo jetzt Kindergarten ist, Krümelbande. Da war der Takumi 1. Und da ist ein Burger. Den habe ich zwar schon getestet, aber ein Zuschauer will unbedingt, dass ich den teste. Also privat habe ich den schon getestet, gegessen, aber nicht für Video. You must know Ramen. Takumi und die Gesinnung des Artisan. Nudeln, Brühe, Kaeshi, Schmalz, Shoyu-Ramen, Miso-Ramen. Oh, gut besucht, man. Okay, es ist Mittagszeit. Ich habe keine Ahnung, wie viele Büros hier in der Nähe sind. Digga, die haben sogar Ramen, Takumi, Ramen, Cup Noodles. Und was haben wir das letzte Mal gelernt? Vorspeise ist zu viel für mich. Ich gönne mir aber trotzdem Vorspeise. Ein großes Bier. Die kommt auch heute an. Ja, perfekten Platz habe ich für euch gefunden. Muss ich mal mein Stativ rausholen. 1500 im Monat. Ja, beim letzten Mal war besser, aber auch gut. Der ist saftiger. Wisst ihr, was kommt? Gute Brühe, gut. Fresh Check. Das ist interessant, das ist angebraten. Also von dem kannst du nicht ausgehen, dass es in deinem Mund schmilzt. Ja, gutes Aroma. Sehr stark. Besser als andere. Leicht besser. Sehr gut. Nur diese Art von Fleisch. Ist gut. Und noch anderes Fleisch und das wäre Bombe hier. Takumi hate zu Unrecht.
Spaß. Das ist eh einer so ein Joke. Ich finde die solide. Aber ich fand halt die Schlange hat sich nicht gelohnt, aber der Laden mit der Schlange ist ja eh weg. Das mag ich nicht. Kann man nicht umgehen. Wieder die Brühe nicht ausgetrunken, aber weil ich voll bin. Ich frage mich, wann ich das letzte Mal die Brühe ausgetrunken habe. Ich sag ja mal, wenn man die Brühe austrinkt, dann ist geil. War gut, tatsächlich sehr gut, überdurchschnittlich gut. Ich kann auch verstehen jetzt mehr, warum Leute Takumi so feiern. Weil jeder Takumi, den wir jetzt getestet haben, war besser als Takumi Nummer 1, wo immer Schlange war, der meiner Meinung nach overhyped ist. Du stellst dich an und dann verschwendest du Zeit für das, was du bekommst, so wo du eigentlich immer enttäuscht bist. Und ja, das konnte ich nie nachvollziehen, aber die anderen Takumi ist bisher top. Mein Geschmack ist ein bisschen anders. Ich setze das Fleisch sehr hoch im Ranking, wie gut die Rahmen für mich sind. Das Fleisch muss halt saftig sein und im Mund zergehen. Und viele stehen wahrscheinlich halt auf die Nudeln. Die Nudeln waren gut, aber für mich ist das drittwichtigste nur. Der letzte Takumi. Ich muss sagen, ich bin kein Takumi-Hater mehr. Die sind nicht mit, die sind alle solide. Digga, es ist cool. So. Also bei dem hier gibt es nur Chicken und Vegan. Weil wir es bisher bei jedem haben. Guck dir alle drei Filialen, bekommen dasselbe. Also dieselbe Lieferung und dann wird es halt frisch hier zubereitet. Ich glaube schon. Grün check. Stabil. Fleischcheck. Auch Fleischcheck hier ist halt Chicken. Also, sieht gut aus. Das Chicken sieht sehr gut aus. Mmh. Oh. So zart. Mmh. Digga, das kriegt ein saftig von mir. Das Chicken, oh mein Gott. Sehr saftig. Mhm. Ja, das war so gut. Ich nehme noch ein Stück Chicken. Das Ei. Auch saftig, auch weich. Und Hühnchenhack gibt es auch noch. Gemüsetechnisch ist hier gar nichts drin, was mir gefällt, aber es sind hier ein paar Kräuter und ein Pak Choi. Sonst nur Fleisch. Geil. So. Ich find's gut. Ich bin voll leer. Thank you.
War gut. Vielleicht sogar der beste von allen Takumis bisher. Mindestens 7,0. Ich muss nochmal meine Liste anschauen. Das wird spannend. Ja, auch mega voll. Wow. Also jeder Tisch war besetzt. Mittagspause hier Innenstadt. Läuft bei denen. Hat mich gesamt gekostet. Vorspeise, Ramen, Cola, Trinkgeld 30. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde hier irgendwo arbeiten und fünfmal die Woche Mittagessen, ist schon teuer, Mann. Die Mahlzeit wurde gesponsert von K-Pop Coin. Gönnen wir uns noch die Ramen Cup Nudeln von denen. Stäbchen gewonnen bei dieser Eröffnung da von diesem Vegan Tapas Bar mit dem Lunar New Year Event. Okay, nicht schlecht. Auch geile Sachen sind da drin. Okay. Ist gut, aber hat auch 2,50 gekostet. Also das ist schon Premium, glaube ich. Ihr habt die Preise von Cup-Nudeln gerade nicht im Kopf. Doch, eigentlich ist das mega Premium. Eigentlich solltest du für 30, 40, 50 Cent so diese Packung bekommen. Weil normal, die Vietnamesen haben immer so einen riesen Karton davon zu Hause. Keine Ahnung, wie viel der kostet. Aber runtergerechnet müssen das Centbeträge für eine Mahlzeit sein. Ja, ist lecker. Es gibt eine Menge Änderungen in der Ramen-Ranking-Liste für München. 3 Läden haben wir abgecheckt. 3 relativ gute Läden. Die haben es in die oberen Ränge geschafft. Rangliste hier. Takumi, ich bin begeistert. Ich bin kein Hater mehr. Der eine Viktualienmarkt mit diesem super juicy Chicken, Mann. Aber wenn man so ein juicy Chicken in ein Chicken-Sandwich bekommt. Boah. Ich bin jetzt in Berlin. Das nächste Video, das ihr seht, hoffentlich dann auch schon ein Berlin-Video. Vielleicht checken wir ein paar Ramen in Berlin ab, um die direkt zu vergleichen. Also das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business. Es wird wild.